sparen Sie Ihre Kraft. So dumm von mir. Ich wollte Soldatin sein. Aber Krieg ist hässlich. Da ist nichts Heldenhaftes dran. Snake, bitte, retten Sie sich. Leben Sie und glauben Sie an die Menschen. Vergessen Sie mich nicht. Snake, wegen Meryl. Colonel, es tut mir leid. Hören Sie zu. Ich konnte Sie nicht beschützen. Snake, schon gut. Wir haben alles getan. Hören Sie auf. Colonel. Sie wollte freiwillig zur Armee. Sie war darauf vorbereitet. Sie liegen falsch. Meryl glaubte, Soldatin werden zu müssen. Glaubte, es sei der einzige Weg. Sie dachte, es würde sie ihrem verstorbenen Vater näher bringen. Das hat sie gesagt? Sie war nicht zum Kampf bereit. Ich hätte sie nicht antreiben sollen. Ich trage die Verantwortung. Snake, das klingt nicht nach Ihnen. Erste, was gibt's? Tut mir leid, gehorcht zu haben, aber ich kann da nicht mehr zuhören. Master. Snake, bedauern Sie, was Sie wollen, das ist menschlich. Aber hören Sie auf, sich selber Vorwürfe zu machen für Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Das treibt Sie noch in den Wahnsinn. Er hat recht. Lassen Sie es sein. Das passt nicht zur Legende. Außerdem ist Meryl unseres Wissens nach in guter Verfassung, nicht wahr? Mai Ling. Snake, vergessen Sie Meryl. Stoppen Sie Liquid. Meryl würde das so wollen. Sie haben recht. Meryl würde dasselbe sagen. Snake? Was? Meryl, sie ist Ihnen ans Herz gewachsen, wie? Ja, allerdings. Es gibt nicht allzu viele Frauen wie sie. Das meinte ich nicht. Sie ist die Nichte des Colonels und eine Mitstreiterin. Ach, hören Sie. Ist das ein Polizeiverhör oder was? Nein, bloß... Was sind wohl die Gene? Die Gene? Wovon sprechen Sie, Colonel? Mir fiel gerade ein, dass Naomis Großvater beim FBI war. War er nicht ein Ermittler, eine von Hoovers persönlichen Assistenten? Stimmt das? Ja, das stimmt. Er war Japaner und ging später undercover, um einen Mafia-Paten dingfest zu machen. Wann war das? Oh, in den 50er Jahren, glaube ich. Wo? New York, glaube ich. Naomi, ich dachte, Sie hätten keine Familie. Ich habe das viel später als Erwachsene recherchiert. Mein Großvater war schon tot, als ich über ihn erfuhr. Ich hatte nie die Gelegenheit, ihn zu treffen. Ach so. Snake, viel Glück. Passen Sie auf, Snake. Snake, ich muss Ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit dir? Hört uns niemand zu? Keine Sorge. Der Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Worum geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund. Dass ihr Großvater ein Assistent Hoovers beim FBI war. Ja? Und dann undercover gegen die Mafia in New York ermittelte. Ja. Was ist damit? Alles erfunden. Was sagen Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover-Mafia-Operationen noch nicht einmal begonnen. Sie begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber... Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja. Zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Snake, ich bin's. Master? Es geht um Naomi. Schalten Sie den Monitor aus. Was ist mit Naomi? Verdammt! Colonel, ist Naomi hier? Nein, sie ist weg. Kleines Nickerchen. Was ist das mit Naomi? Okay, vielleicht sollte der Colonel das auch wissen. Ja, okay, Master. Nun, Dr. Naomi Hunter
ist nicht wirklich Dr. Naomi Hunter. Was? Mir kam ihre ganze Familiengeschichte unglaubhaft vor. Na, da habe ich sie überprüft. Und? Es gibt tatsächlich eine Dr. Naomi Hunter. Oder sagen wir, es gab eine. Aber das ist nicht die Frau, die wir kennen. Die echte Naomi Hunter verschwand irgendwo im Nahen Osten. Unsere Naomi muss sich irgendwie ihre Papiere beschafft haben. Aber wer ist sie dann? Ich denke, eine Art Spionin. Spionin? Ja, möglicherweise soll sie diese Operation sabotieren. Sie meinen, sie gehört zu den Terroristen? Das kann ich auch nicht glauben. Aber sie ist ein Mitglied von Foxhound. Glauben Sie, sie nahm am Aufstand teil? Ja, oder sie arbeitet für wieder eine ganz andere Gruppe. Eine andere Gruppe? Doch nicht. Verhaften Sie sie, Colonel. Was? Sie hat uns betrogen, Colonel. Wir müssen sie verhören, um festzustellen, für wen sie arbeitet. Wenn sie eine ihrer Spione ist, haben wir Probleme. Was meinen Sie damit? Nichts. Haben Sie sie in lebenswichtige Geheimnisse eingeweiht? Hat das etwas mit den mysteriösen Toten des DARPA-Chefs und des ARMSTEC-Präsidenten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir können ihr eine weitere Teilnahme an dieser Mission nicht gestatten. Halt, warten Sie. Ohne Sie können wir diese Mission nicht beenden. Ich wusste es. Sie verbergen etwas. Geben Sie mir Zeit. Ich werde Sie fragen. Beeilen Sie sich. Wir müssen wissen, wer sie ist und was sie hier macht. Ich verstehe. Snake, geben Sie mir Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für Sie.